nach den Keynotes haben wir uns beim Unity 25 Summit gehört, ist dann wiederum vor der Laudatio. Und bei so einer Laudatio ist es ja immer so, dass man sich im Vorfeld, behaupte ich zumindest, sehr, sehr viele Gedanken macht. Na, wer könnte denn der passende Laudator, wer könnte die passende Laudatorin sein? Aber ich glaube, in diesem Fall hat man sich sehr schnell einigen können. Es kann nur einen geben, der diese Laudatio halten wird. Und deshalb sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen, Professor Gausemeier. Und ich würde es gerne bei Ihnen auch so machen, dass ich ganz kurz Sie noch mal vorstelle, um das ein bisschen einzuordnen. Auch da die Bitte, wenn etwas nicht stimmt, korrigieren Sie mich sehr, sehr gerne. Das bin ich in der täglichen Arbeit beim Radio durchaus gewohnt. Professor Gausemeier ist Aufsichtsratsvorsitzender der Unity AG, ist aber auch Gründungsmitglied natürlich der Unity AG und ist seit 2003, das wissen vielleicht einige nicht, Mitglied und seit 2012 Vizepräsident von ACATEC, also der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, und auch Seniorprofessor am Heinz-Nixdorf-Institut der Uni Paderborn, also genau dort, wo Unity ja überall herkommt. Die Schwerpunkte aktuell: strategische Produktplanung und Systems Engineering. Das ist das, was mir alles gesagt wurde, beziehungsweise was ich alles schon über Sie wusste, Professor Gausemeier. Ich sage natürlich, wie gesagt, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ansonsten freue ich mich sehr, sehr auf Ihre Laudatio und bin sehr gespannt. Ja, danke schön. Das war ich vollkommen. Hallo zusammen, liebe virtuelle Festgemeinde. Ein Geschäft 25 Jahre erfolgreich zu führen, ist nicht gerade ein Grund zu enthusiastischen Ausbrüchen. Aber im vorliegenden Fall haben wir es mit meiner wirklich sehr bemerkenswerten Erfolgsgeschichte zu tun, die vier meiner ehemaligen Studenten geschrieben haben. Ihr Wirken will ich in den nächsten Minuten prägnant schildern und auch würdigen. Lassen Sie mich zunächst zu den Anfängen kommen, 1995. Ich war damals ein junger Professor, der aus der Wirtschaft kam und sich für die Förderung von Start-ups einsetzte. Das war die Zeit des Übergangs vom Tragen von Talaren zur heutigen akademischen Kultur, in der Professoren selbst in Promotionsprüfungen von Zeit zu Zeit vereinzelt in kurzen Hosen auftreten. Es war auch die Zeit, in der gerade die Haltung der Akademie überwunden wurde, dass eine Firma zu gründen und womöglich noch Gewinn anzustreben etwas potenziell Unanständiges sei. Wie dem auch sei, eines Tages standen zwei Studenten, nämlich Thomas Fender und Christoph Plass, in der Tür zu meinem Büro, um mich um Rat zu fragen für die Konkretisierung ihrer Geschäftsidee. Um es kurz zu machen, ich sagte ihr, dass es eine Allerweltsidee sei und der nachhaltige Erfolg wenig wahrscheinlich sei. Nun hätte man erwarten können, dass die beiden mit hängenden Ohren jetzt von dannen gezogen wären. Aber nein, sie gingen in die Offensive, indem sie mich fragten, schließlich bin ich ja Professor gewesen, wie es denn stattdessen gehen könnte. Damit ließen sie eine gewisse Hartnäckigkeit erkennen, die ihnen auch heute noch zu eigen ist. Es entstand eine lebhafte Diskussion, an deren Ende ich aufgefordert wurde, bei der Verwirklichung der gemeinsam weiterentwickelten Geschäftsidee mitzumachen. Tja, um meine Glaubwürdigkeit nicht gleich hier zu pulverisieren, blieb mir kaum etwas anderes übrig, als in den Bund der Unternehmensgründer einzusteigen. Manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden. Allerdings musste ich noch eine Hürde nehmen, nämlich meine Frau, der ich beim Abendessen beiläufig berichtete, dass ich mit zwei Studenten, die ich zugegebenermaßen so gut wie gar nicht kannte, eine Firma gründen möchte. Und dann noch, zack, zack, in den nächsten Tagen 50.000 D-Mark benötigen würde. Ja. Aber offensichtlich hat meine Überzeugungskraft ausgereicht. Und wir gründeten mit einer Reihe von Geldgeberinnen und Geldgebern aus unserem privaten Umfeld die Unity AG. Die erste in Paderborn eingetragene Aktiengesellschaft. Wir waren bei der Aufnahme der Geschäftstätigkeit zu dritt, zwei Vorstände und ein Aufsichtsratsvorsitzender mit einem Sack Geld von 500.000 unter dem Tisch. Und so ging es los. Wir haben uns auch gut gefühlt damals. Ne? Aber eine der wesentlichen Weichenstellungen für den Erfolg der Unity war, dass das Unternehmen vom Vorstand trotz dessen Jugend eigenverantwortlich geführt wurde und der Professor sich in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender auf die Kontrolle und das Coaching des Vorstands konzentrierte. Uns war von Anfang an klar, wenn der Professor
im täglichen Geschäft herumrührt, dann wird das nichts. Mit dem Wachstum des Unternehmens wurde der Vorstand dann noch um zwei Eigengewächse erweitert. Zunächst kam Frank Thielemann dazu und dann Stefan Bille. Dieses Quartett, das war ja ein Quartett, dieses Quartett hat unglaublich schnell gelernt und sich mit dem Besten umgeben. Das ist überhaupt also ein gutes Motto. Die vier haben das Privileg, mit einer Spitzenmannschaft zu arbeiten, eine Mannschaft von brillanten, umsetzungsstarken und auch liebenswürdigen Persönlichkeiten. Dass wir heute so gut dastehen, ist das Werk aller. Es ist mir da ein Herzensanliegen, den Mitgliedern dieser Erfolgsgemeinschaft nachdrücklich und herzlich zu gratulieren, wo sie auch immer ihren Mann oder ihre Frau stehen. In der Verwaltung, in den Sekretariaten, im IT-Service, im Marketing und natürlich auch in der Beratung und last but not least als Partnerin oder Partner der Unity AG. Herzlichen Dank an euch alle. Mein Dank gilt auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates, die nicht nur ihre gesetzlich definierten Aufgaben stets sehr professionell wahrgenommen haben, sondern auch mit einer Portion Weisheit unserem Geschäft wichtige Impulse gaben. Die vier Vorstände haben an dieser Situation, an der Situation, wie wir sie heute vorfinden, selbstredend einen maßgeblichen Anteil. Dazu gleich mehr. Vorher fragen wir Geschäftspartner und ehemalige Weggefährten, was ihnen spontan in den Sinn kommt, wenn sie an Stefan Bille, Frank Thielemann, Christoph Plass oder Thomas Wender denken. Ja. Schauen wir uns das mal an. Tja, Riemen auf die Orgel. Ja, Thomas ist ein ausgesprochener Schnelldenker. Wir müssen lauter. Ja, 360 Grad Interesse für die unterschiedlichsten Themen im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Ja, in der Regel erreicht man den Zug mit Thomas nur im Laufschritt, sein JG ist dabei. Und eigentlich seine größte Schwäche ist seine chronische Leidenschaft für den FC Bayern München. Naja, da fallen mir ein paar Gegensatzpaare ein, die das vielleicht ganz gut beschreiben. Thomas ist sicherlich extrem erfolgshungrig und zugleich doch sozial. Er ist sehr analytisch in seiner Herangehensweise und zugleich ein Bauchmensch. Und er ist schnell in der Birne und gleichzeitig sehr sorgsam in seinen Handlungen. Ich glaube, er beschreibt es ganz gut. Naja, das kann man schon werden mit solchen Eigenschaften. Ich denke, vielleicht Bundeskanzler. Oder naja, dafür ist er vielleicht nicht genügend eine Rampensau. Also dann doch lieber Finanzminister. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Damit würde ich mich wohlfühlen. Christoph steht für eine hohe Innovationsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, Ideen umzusetzen und Menschen hierfür zu begeistern. Hürden und Widerstände gibt es für Christoph nicht. Sie motivieren ihn, nach alternativen Lösungsmöglichkeiten zu suchen und seine Ideen trotzdem umzusetzen. Ich komme mit drei Eigenschaften nicht aus. Ich hätte vier, wenn es erlaubt ist. Einmal Agilität und Agilität und dann noch eine hohe Begabung und ein respektvoller Umgang mit den Menschen und eine Begabung von sozialer Kompetenz. Also, ich bin gerade dabei, für Christoph ein persönliches Coaching zusammenzusetzen zum Thema Serenity Management auf der Basis der 10 Gebote zur Gelassenheit von Johannes Paul dem 23. Hier könnte ich jetzt viel sagen zu Stefans Zielstrebigkeit, seiner Beharrlichkeit, seinen Fähigkeiten als Vertriebler und Ingenieur. Aber letztendlich ist es ganz einfach. Telefonieren, telefonieren,
telefonieren. Das Stichwort ist drei Folien. Alles. Und sei es ein noch so komplizierter Sachverhalt, es muss auf drei Folien dargestellt werden. Stefan hat eine ruhige, aber souverän bestimmte Art. Er schätzt seine Leute und quält sie. Er quält sie, weil er Mittelmäßigkeit hasst und möchte einfach, dass die Themen perfekt gemacht sind. Aber er trägt massiv zu einer Kultur bei Unity bei, die ich extrem schätze. Stefan habe ich zweimal beauftragt, einmal für das Thema CRX und später dann zum Thema Änderungsmanagement. Sein Performance war zwischen der ersten und zweiten Beauftragung raketenmäßig, also da kann man sagen, auf jeden Fall eine Explosion. Und wohin das geführt hat, sieht man heute, er ist ja Vorstand geworden. An Frank schätze ich besonders seine unglaubliche Menschenkenntnis, seine Leidenschaft zum Erfolg, dass er ein super Coach ist und es macht unheimlich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es gibt viele Situationen, an die ich mit Frank mich zurückerinnere. Einige davon haben mit unserer gemeinsamen Eigenschaft zu tun, dass wir uns so sehr aufs Gespräch konzentrieren, dass wir Nebensächlichkeiten wie Autoschlüssel oder Fahrrouten völlig vergessen und dann auch schon einmal über die Köln-Deutzer Brücke fahren, obwohl wir da eigentlich nie hin wollten. Frank wird sich daran erinnern. Was kommt mir in den Sinn, wenn ich den Namen Frank Thielemann höre? Neugierde, Aufmerksamkeit, hohes Interesse und er kann zuhören. Sicherlich ein guter Wirtschaftsminister. Er wäre in einer großen Koalition, wo er Macht hat, auch ein guter Bundeskanzler. Und er wäre in einem Unternehmen auch ein guter Vorstandsvorsitzender als Motivator. Tja, diese Blitzlichter sagen schon eine Menge aus, allerdings vermitteln sie natürlich kein vollständiges Bild. Das wird uns heute schon aus Zeitgründen nicht gelingen. Ich will aber gern einige Charakteristika hinzufügen, um unser Bild von den Vieren zu konkretisieren. Thomas ist ein brillanter Zahlenmensch, das klang ja schon an. Analytiker und Stratege. Er beherrscht das komplexe System der Unternehmenskennzahlen und weiß auch stets als Erster, wo das Unternehmen steht und ob es noch auf Kurs ist. Legendär sind seine Überzeugungskraft und seine Geschmeidigkeit im Diskurs. Am Ende des Tages haben wir uns oft sehr von Thomas überzeugen lassen. Er wäre die Idealbesetzung für nächtelange Tarifverhandlungen. Christo verkörpert den kreativen Macher. Oft ist er es, der neue Technologiefelder als erster identifiziert und eine vorbildliche Konsequenz in deren Erschließung für die Unity an den Tag legt. Er handelt nach dem Motto von Henning Kagermann: Vision ohne Exekution ist Halluzination. Stefan ist der Pragmatiker. Er steht das Ziel im Auge und entscheidet schnell, wie das Ziel unter den gegebenen Umständen optimal erreicht werden kann. Er ist daher auch kein Freund von filigran ausdifferenzierten Dienstwegen. Frank ist der mit großer Empathie gesegnete Menschenfänger. Nahezu phänomenal, wie er Zugang zu anderen Menschen findet und dann auch seine Überzeugungskraft einsetzt. Er hätte das Zeug oder hat das Zeug zu einer lieber hätte, hätte das Zeug zu einem Spitzenplatz auf der Rangliste der beliebtesten Politiker Deutschlands.
Frank, vergiss es. Wir brauchen dich hier. Also mit der Politik, das ist nichts. Die angesprochenen Eigenschaften gelten natürlich nicht exklusiv für den jeweils genannten Vorstand, sonst wäre das Kollektiv ja gar nicht so weit gekommen. Der Unity-Vorstand ist ein perfektes Team, das eine ausgeprägte Unité de Doctrine lebt. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt, zum Beispiel sehr erfolgreiche Projekte, Projekte, die von unseren Kunden eine hohe Wertschätzung erhielten. Wir haben aber auch weniger erfolgreiche Zeiten erlebt, wie die Internetblase vor 20 Jahren oder die Finanzkrise vor gut 10 Jahren. Über die aktuelle Corona-Krise will ich mich aus nachvollziehbaren Gründen im Moment gar nicht äußern. Ja? Offenbar werden wir im 10-Jahres-Rhythmus von größeren Plagen heimgesucht, die unsere Resilienz einem Stresstest unterziehen. Selbstredend gab es auch mehr als genug selbstgemachten Ärger, wie schlecht geratene Töchter, sowas soll es auch geben, und Projekte, für die wir Lehrgeld zahlen mussten. Stets hat der Vorstand, besonders dann in solchen schwierigen Situationen, schwierigen Zeiten, das Schiff durch die raue See gesteuert, mit kühlem Kopf und ruhiger Hand. Ich habe das alles hautnah erlebt und kann aus dieser Perspektive die in jeder Hinsicht professionelle und vorbildliche Führungsleistung des Vorstands unterstreichen. Hervorheben will ich ferner zwei Maximen, die das Handeln des Vorstands, aber im Grunde aller in der Unity entscheidend prägen. Ad 1, der Kunde kommt zuerst. Was wir für ihn leisten, muss seine Anerkennung finden und ihn weiterbringen. Ad 2, die Führungskräfte werden stets ihrer hohen Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unity gerecht und auch deren Angehörigen. Auch wenn das für manche etwas gesetzt klingen mag, so ist das doch die gelebte Praxis der Unity. Ich will aber versuchen, diesen Spirit noch mehr auf den Punkt zu bringen. Das ist die Unternehmenskultur. Wir haben eine exzellente Unternehmenskultur. Eine Unternehmenskultur, die auf einem vertrauensvollen und freundschaftlichen Umgang beruht und Lust erzeugt, die Zukunft zu gestalten. Ich wiederhole, Lust erzeugt, die Zukunft zu gestalten. Wir sind alle Lustlänge. Ja? Und das sollten wir auch bleiben. Ja. Und eine derartige Unternehmenskultur entsteht nur dann, wenn sie über Jahre von den Exponenten des Unternehmens vorgelebt wird, Tag für Tag. Den Männern an der Spitze des Unternehmens, ich hoffe, dass dazu bald auch Frauen gehören, liebe Freunde. Jedenfalls ist es den Männern an der Spitze des Unternehmens bisher vorbildlich gelungen. Ich will eure Leistung abschließend zusammenfassen mit Hilfe eines Zitats von Alfred Herrhausen. Ihr gehört zu den wenigen Menschen, die sagen, was sie denken, die das tun, was sie sagen und das, was sie tun, auch leben. Der Erfolg gibt euch recht, macht weiter so. Euch damals begegnet zu sein, war in meiner beruflichen Laufbahn das Beste, was mir widerfahren ist. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Professor Gausemeier. Und an der Stelle möchte ich, glaube ich, stellvertretend erstmal sagen, vielen Dank auch an Ihre Frau, ohne die, wie wir jetzt erfahren haben, das alles überhaupt nicht entstanden wäre. Deshalb natürlich richten Sie herzliche Grüße aus. Wir würden Sie gerne kennenlernen. Das ist, muss eine tolle Frau sein, die dazu bereit ist. Vielen Dank auch für die emotionalen Worte und vielen Dank auch für die Vorschläge, die Sie den Herren, glaube ich, direkt mit auf den Weg gegeben haben. Ein bisschen weibliche Verstärkung kann immer gut tun, aber das sehen wir gleich in der Roundtable-Diskussion. Da bekommen wir weibliche Verstärkung in unserem Außenstudio in Stuttgart und das begrüße ich natürlich auch sehr. Bevor wir aber dazukommen zu der Roundtable-Diskussion, ich habe gerade lachende Gesichter gesehen beim Vorstand, ich habe fast Tränen kullern sehen, weil man da doch irgendwie ergriffen ist. Thomas Fender, ich fange bei Ihnen an. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so viel lobende Worte auf einmal hört? Ist man ja vielleicht als Vorstand auch nicht unbedingt gewohnt? Thomas Rippert, den erleben wir ja gleich auch immer,
hat man gesagt, arbeiten muss Spaß machen, wir schweigen mal drüber, aber gesagt hat, 3 Tage pro Woche oder 4 Tage pro Woche. Und das ist aber, da ist sehr viel Wahres dran. Und man muss einfach Spaß in der Arbeit haben und wir arbeiten, wenn man das will. Wunderbar. Frank Thienemann, an Sie ganz kurz die Frage. Es wurde zweimal erwähnt, es könnte jemand Bundeskanzler werden. Wie groß oder wie sehr würden Sie an Thomas Fenders Stuhl sägen, wenn er dann doch am Ende derjenige wäre, der sagen würde, doch, ich will's machen. Und dann müssten Sie am Ende womöglich mit dem Posten des Wirtschaftsministers zufrieden sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da alle keine Sorge haben, weil wir haben ja mit unserem Alter mittlerweile zu viel Einblick in die Politik, dass wir wissen, wir sind ja echt sehr, sehr gut aufgehoben mit dem Wertesystem und was wir hier haben. Aber nichtsdestotrotz, gute Politiker sind gefragt, aber wir werden es nicht machen. Und natürlich auch einmal ganz kurz die Blicke nach Stuttgart gerichtet, Stefan Wille. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn dann so eine Frage aufploppt und da steht, naja, wo könnte Stefan Wille sich vielleicht noch verbessern und man weiß gar nicht, wer jetzt wirklich kommt und was derjenige sagt. Geht da im Rutschland da so ein bisschen das Herz dann auch mal in die Hose, selbst wenn man im hohen Stuttgarter Turm sitzt? Könnt ihr uns hören, ja, ne? Also definitiv, ich war wirklich überrascht, mir lief so ein bisschen kalt den Rücken runter, obwohl die heiße Stuttgarter Sonne mir hier im Rücken steht und ich habe mich sehr über diese Worte gefreut, aber ich meine, am Ende ist ja wie ein Feedback, ne? Also eine Laudatio, ich möchte das gerne so stehen lassen, vielen Dank. Genau, wir lassen das so stehen. Christoph Plass natürlich auch noch eben ein Wort dazu. Wie ist das, Ihr Partner, Ihre Partnerin? Gibt es da auch mal solche lobenden Worte zuhauf, wie jetzt von Professor Gausemeier? Oder werden Sie heute Abend nach Hause gehen und sagen, ja, das hätte ich zu Hause auch ganz gerne mal wieder? Nein, ich muss sagen, also wir sind auch stolz auf unsere Partnerinnen, weil wenn die uns nicht den Rücken frei halten würden, dann würden wir auch unseren Job nicht so machen. Also sofern erstmal da auch an der Stelle auch an unsere Partnerin, an unsere Familien ganz herzliches Dankeschön. Aber auch nochmal ein Dankeschön an die Worte. Also ihr habt uns ja wirklich gut charakterisiert. Ein Wort und ein Leitspruch für uns ist auch immer Wahrheit und Klarheit mit Vertrauen. Und weil wenn man nur wahr ist und klar ist, hat man womöglich keine Freunde mehr. Insofern danke für diesen vertrauensvollen Umgang von euch. Und ich bin gespannt, wann Christoph Plass gelassener wird. Das habe ich auch noch nicht erlebt, aber man kann ja immer noch neue Sachen erleben. Frank Thienemann hat sich noch kurz gemeldet. Der Menschenfänger, so wie gesagt. Ja, der Menschenfänger, der möchte jetzt auch noch mal was sagen. Der möchte jetzt Jürgen Gausemeier auch noch mal einfangen. Weil du hast jetzt die Laudatio gehalten. Das bedeutet uns allen unfassbar viel. Also hochemotionaler Moment. Und der Dank geht natürlich 1:1 zurück. Also ohne dich wäre das definitiv alles nichts geworden, weil wir hätten uns gar nicht kennengelernt. Wir hätten das und dann ihr hättet das Unternehmen nicht gegründet. Wir wären ja heute nicht. Und du hast 3 ganz wichtige Rollen eingenommen. Und das möchte ich hier nochmal sagen. Die eine Rolle war, du warst unser Professor. In der zweiten Phase warst du unser Coach. Und jetzt in der dritten Phase bist du unser Freund. Und heute bist du alles 3 gleichzeitig. Und das ist schon phänomenal. Das ist ein großes Geschenk. Vielen Dank an dich. Wunderbar, auch nochmal. Warme Worte natürlich von Frank Thienemann, genau, an Professor Gausemeier, der noch mal kurz vor die Kamera tritt.